Viele Fragen erreichen mich zu. Heile deine Leber von Anthony William. Und in dieser Episode beschäftigen wir uns mit der Frage, welche Lebensmittel soll ich denn vermeiden, vor allem während meiner Leberreinigung? Was sind sogenannte No-Foods? Anthony William spricht öfter von No-Foods. Was ist das und welche Lebensmittel sind das? Und dritte Frage, welche weiteren Faktoren sollte ich meiden oder vielleicht tun, um meine Leber nicht zu schädigen bzw. sie zu aktivieren? All dies heute in dieser Question-and-Answer-Session des Vegan Podcasts. Willkommen im Vegan Podcast mit der Nummer 1 für vegane Ernährung in Deutschland. Hier ist dein Christian Wenzel. Hier ist wieder dein Mr. Broccoli. Wie gut geht es dir? Ja, ich hoffe doch hervorragend. Und vielleicht hast du sogar schon angefangen, deine Leber optimal vorzubereiten auf eine Leberreinigung. Falls du das machen möchtest, da bieten wir die 369 Clans, die 369 Leberreinigung nach Anthony William an. Äh, ein geführter Kurs. Mehr Informationen findest du in den Show Notes. Ähm, du kannst aber natürlich eben auch selber im Alltag ständig etwas tun um deine Leber, deine Gallenblase, dein kompletter Organismus auf Vordermann zu halten. Und da ist vor allem Lebensmittel, die du meiden sollst, heute das Thema. Und ähm, vor allem gehe ich jetzt mal davon ein, welche Lebensmittel sollst du speziell in der Leberreinigung vermeiden. Also wenn du mal gewisse Tage hast oder diese neun Tage machen möchtest zur Lebereinigung, dann solltest du richtig auf diese folgenden Lebensmittel verzichten. Ja, das wären zum einen Weißmehlprodukte, also stark verarbeitete Produkte. Ne, du kennst das, das sind Weißmehlprodukte, ganz klar. Das klassische weiße Brot, ne, vor allem Baguette und Co. Dann gehört aber auch Getreide dazu. Also ich rede da vor allem von den sehr, sehr stark weiterverarbeiteten Getreide. Also wir kennen das, wenn du jetzt zum Beispiel Brot isst, ne, da ist ganz, meistens ganz, ganz viel Weizenmehl drin, Roggenmehl, manchmal eben auch, andere Sorten, äh, teilweise auch Soja ist da drin und das sind sehr hoch verarbeitete Sorten und diese Getreidesorten sind meistens nicht mehr so original, äh, wie sie früher mal waren und daher auch in der Qualität beeinträchtigt. Dann, ja, ich muss es leider sagen, vielleicht wirst du mich jetzt hassen, aber Kaffee gehört auch dazu, ganz dazu wie auch andere, sag ich mal, puschende Getränke. Ich rede jetzt von energy drinks und ja, anderen künstlichen Sachen brauche ich jetzt natürlich nicht zu reden, also alle Softgetränke raus, alle auch Fruchtsäfte raus, weil die meistens Auszugsäfte sind und da sehr, sehr viel Zucker enthalten, auch wenn es Fruchtzucker ist, aber die Ballaststoffe nicht mehr mit drin haben, also von daher das mit raus. Zucker darfst du natürlich eben auch meiden, vor allem natürlich den weißen Zucker und auch alles, was so Auszugszucker angeht. Ich hatte es gerade eben erwähnt, den Fruchtzucker den nicht isoliert zu betrachten. Ganz hingegen, wenn du jetzt einen Apfelsaft kaufen würdest, den würdest du rauslassen. Aber Äpfel würdest du in der Leberreinigung Omas oh, essen, weil Äpfel eben ein Bestandteil von mindestens 300 verschiedenen ja, äh, Organismen sind, die in dem Apfel zusammenwirken und eine hervorragende Ballaststoffquelle sind. Und dementsprechend macht Apfel, gerade auch mit dem EZ, was er was darin enthalten ist, eine optimale. Leberreinigende Wirkung. Was darfst du noch weglassen? Alkohol, ganz klar, andere Drogen, natürlich auch Koffein. Wir reden da jetzt zum Beispiel auch von dem, von dem Kaffee, äh, von, auch, aber auch von grünen Tee. Und möglichst keine Fertigprodukte, Fleisch, Fisch und Milchprodukte. Also auch das kommt weg und da gehen wir jetzt in dem zweiten Teil nochmal darauf rein, inwieweit eben auch warum Fleisch, Fisch und Milchprodukte und vor allem. Welche da du da auf jeden Fall vermeiden solltest. So, jetzt habe ich mal kurz mein Fenster zugemacht. Ich liebe ja Podcasts aufnehmen mit offenem Fenster, weil du dann immer auch schön die Vogel, Vögel hören kannst und es einfach beruhigend wirkt. Jetzt kam aber eine Kreissäge dazwischen und das macht. Noch mehr Stress eigentlich. Ja, da kommen wir jetzt zum zweiten Teil No Foods, die Anthony Williams sehr, sehr oft beschreibt in seinen Büchern. Wenn du übrigens die Bücher noch nicht hast, greift da auf jeden Fall zu. Es gibt auch teilweise die Zusammenführungen in Audible. Also da auf jeden Fall mal reinhören. Und ähm, zu den No Foods gehören Eier, Milchprodukte, Gluten, Mais, Soja canolaöl, schweinefleisch, fisch aus aquakultur, raffinierter zucker und natürlich lebensmittelzusatzstoffe wie beispielsweise. Ähm, ja, diese ganzen geschmacksverstärker. ich möchte jetzt nicht einen speziell nennen. du kennst ihn wahrscheinlich. aber viele, viele andere auch. also alle künstlichen geschmacksverstärker, alle künstlichen süßstoffe. da am besten raus. wenn du süßen willst, dann mit naturreinem stevia. und warum jetzt zum beispiel eier? Warum jetzt zum Beispiel Mais oder auch Canola, also Rapsöl, schädlich sind, das beschreibt Anthony Williams sehr, sehr ausführlich in seinem Buch. Wir nehmen uns mal nur eins raus. Das wäre jetzt beispielsweise der Mais oder der Raps. Ähm, generell hätte ich jetzt nicht gedacht, dass die beiden schädlich sind. Allerdings sind die sehr, sehr stark verarbeitet, werden in der Regel sehr, sehr stark gespritzt. Und da liegt wohl eben auch sehr, sehr oft eine. Gentechnische Veränderungen vielleicht sogar vor. Meistens sind die Sachen nicht Bio. Also du kannst davon ausgehen, dass diese Lebensmittel im Laufe der letzten Jahrzehnte ähm, sehr sehr stark verarbeitet wurde, was früher sehr sehr gut war für uns, ist heute durch die Verarbeitung, also nicht nur die Nachverarbeitung, wenn das geändert wird, sondern eher schon die Veränderung der Zellstruktur des Samens. Und natürlich eben auch die Modifizierung dieser, das meine ich, mitverarbeitet. Das ist das Schlimme daran und dementsprechend solltest du diese Dinge meiden. Fische aus Aquakultur beispielsweise natürlich eben auch, weil die teilweise ja natürlich ihre eigenen Fäkalien mitfressen, auf ganz engem Raum leben. Das Wasser ist, das Wasser kann gar nicht so rein und sauber sein. Also, Du, du merkst, wenn du dich ein bisschen mit den Themen beschäftigst, warum du sie von deinem Speiseplan streichen solltest und warum du sie mit den sogenannten Healing Foods ersetzen solltest, wozu zum Beispiel Kräuter und natürlich eben auch Gemüse gehören. Natürlich gehört auch Obst dazu. Und da gehört noch viel, viel, vieles, vieles mehr dazu. Ähm, da können wir gerne nochmal in einer anderen Episode drauf eingehen, denn ähm, das ist natürlich auch nochmal ganz, ganz wichtig. Was sind sogenannte Heilnahrungen? Was gehört dazu? Ne? Also ich sage es jetzt mal die vier die vier heiligen vier wie Anthony Williams sie nennt Obst Gemüse Kräuter und Wildnahrung und er nimmt da beispielsweise auch noch rohen Honig dazu für uns als Veganer immer kritisch zu sehen wenn das natürlich ein ich habe einen super Artikel über Honig auch gemacht kannst du gerne in den Show Notes mal nachlesen was da meine Meinung dazu ist also ansonsten Heil- und Wildwürzkräuter auf jeden Fall mit einbinden in deine Ernährung. Sie reinigen die Leber in der Regel und sind da definitiv gut für uns. Ja, und jetzt zu guter Letzt noch, welche weiteren Faktoren beschädigen die Leber, war eine Zuhörerinnenfrage. Und da kann ich zum Beispiel nur sagen, ein gesunder Verzicht auf gewisse Dinge macht da auf jeden Fall den Unterschied. Ähm, vor allem aber auch gesunder Verzicht. Wir haben es schon gesagt: Alkohol, gerade wenn du eine Leberreinigung machst, ist Alkohol völlig tabu. Ähm, definitiv ist. Äh, du möchtest dir immer überlegen: Möchtest du auch Al Alkohol in deinen Alltag integrieren? Denn jedes Mal, wenn du Alkohol trinkst, musst du dir vorstellen, dass für 0,1 Promill die Leber circa eine Stunde benötigt, um diesen Alkohol abzubauen. Jetzt stell dir vor, du trinkst, ähm, ja, du trinkst ein Glas Wein oder ein Bierchen und so weiter und hast dann 0,8 Promille in deinem Körper. Deine, dein Körper benötigt acht Stunden, um diese 0,8 Promille abzubauen. In dieser Zeit, dadurch, dass die Leber natürlich damit beschäftigt ist, dieses Gift abzubauen, in dieser Zeit hat der Körper keine Möglichkeit anders zu regenerieren, kein Fett zu verstoffwechseln und vieles, vieles mehr. Du kannst dir also vorstellen, selbst wenn du dein schönes Glas Wein oder ein Glas Bierchen am Abend genießt und auch wenn Rotwein immer so als gesund zählt, definitiv hast du damit deine ja, Regeneration in der Nacht versaut und ähm, ja mach dir da einfach Gedanken, wie oft. Du das haben willst sozusagen. Also, ich möchte es äh, nicht haben und dementsprechend schon seit acht Jahren sauber, sage ich jetzt mal so. Ich hatte nie ein Alkoholproblem, allerdings habe ich in meiner Jugend auch schon öfters mal einen über den Durst getrunken. Also, jetzt weißt du auch ein bisschen mehr über mich. Was sollten wir lieber noch meiden? Also, können wir da wieder zurückgehen? Ähm, auf jeden Fall haben wir ja schon gesagt, ähm, Leberverfettigung ist ein ganz, ganz äh, großes Thema. Auch Kommt auch dadurch durch mangelnde Bewegung. Also wir sollten äh, nicht Bewegung vermeiden, sondern Bewegung ganz klar fördern. Mehr Bewegung tut der Leber gut. Sport unterstützt den Stoffwechsel und kann Leberfett abbauen. Also zu viel Körperfett ganz klar. Lassen wir konstantieren, gefährdet die Leber. Das Körpergewicht sollte innerhalb eines Jahres um 5 bis 10% Prozent reduziert werden, sofern du übergewichtig bist. Das darf dein nächstes Ziel sein. Oder wenn du denkst, du hast zu viel auf den Rippen, dann hast du jetzt eine Hausaufgabe. Ansonsten kannst du mal schauen, was kannst du in deinen Alltag integrieren, wenn du jetzt nicht direkt eine Leberreinigung machen möchtest oder auch nicht direkt übergewichtig bist. Was kann ich mal? Auf was kann ich mal verzichten? Womit ersetze ich das beispielsweise? Kannst dir vorstellen, es es gibt so viele tolle dinge auf dieser mutter erde ähm, die, auf die ich ja auch verzichte weil ich zum beispiel jeden frühen kaffee trinke weil ich zum beispiel jeden früh zum frühstück zwei scheiben brot weißbrot esse ja, da verzichte ich auf die gesündesten Bowls, da verzichte ich auf die gesündesten richtig krassen life changing Preds, die ich mir machen kann. Da verzichte ich auf irgendwelche Sauerkraut Rohkost Cracker und ich kann die Liste endlos fortsetzen, was es für tolle Dinge gibt, die du dann nicht ausprobieren kannst. Also siehst doch mal von dieser Waage, nicht von der Waage, hey, ich muss da auf alles verzichten, sondern Du verzichtest aktuell schon auf so gut wie alles und jetzt hast du die Möglichkeit die ganze Variation der Natur und des Körpers äh, bzw. ja dieses Planeten in dich zu nehmen. In diesem Sinne sage ich dir auch heute wieder: stay healthy stay vegan eat broccoli. Lass es dir gut gehen und sei ein Geschenk für diese Welt. Check die Leberreinigung mal aus, wenn du es nicht alleine machen möchtest, sondern in einer Gruppe von Gleichgesinnten, die sich gegenseitig motivieren, pushen. Und wenn du keine Lust hast, auf irgendwas zu verzichten, dann ist genau diese Lebereinigung das Beste, weil wir essen da die ganze Zeit nur die leckersten Dinge. Alles, alles Liebe. Dein, Christian.